Für die Bühnen- und Lichttechnik konnte mit Diplom-Ingenieur Uwe Belzner, Professor für Licht- und Farbgestaltung an der Fachhochschule Coburg, ein ausgewiesener Experte gewonnen werden. Er ist international gefragt, wenn es um das Lichtdesign von öffentlichen Gebäuden und die Ausstattung von Theatern und Festspielhäusern geht. Herr Professor Belzner, das neue Montforthaus soll ja ein Mehrzweckgebäude werden. Was heißt das für Sie als Planer für Licht- und Bühnentechnik? Das heißt, wir müssen von der Technik her, vom Musiktheater, von der Oper im Ausnahmefall bis zum großen Orchester, bis zur Ballveranstaltung, über Kleinkunst und so weiter, ja alles abdecken. Und dazu braucht es eine Technik, die multifunktional im weitesten Sinne ist. Und ich denke, da sind wir mit unserem Konzept auf einem guten Weg. Wie wird das neue Montforthaus dimensioniert sein? Wird alles viel größer? Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass die Bühnenmaße, wie sie im Montforthaus vorhanden waren, auch wieder in das neue Montforthaus oder im neuen Montforthaus in ähnlicher Größe wiederhergestellt werden. Das heißt, wir werden eine Portalöffnung haben zwischen 15 und 8 Metern und eine Portalhöhe zwischen 4 und 6 Metern. Und damit kann man eigentlich den wesentlichen Nutzungsanforderungen der unterschiedlichen Veranstaltungen Rechnung tragen. Das bestehende Montforthaus ist zwar über 30 Jahre alt. Neben allen Defiziten hatte das Haus aber auch Stärken. Ja, als erstes muss man mal sagen, dass wir das alte Montforthaus uns genau angesehen haben und analysiert haben, welche Erfahrungen in den 30 Jahren hat man gemacht, was war gut, was war weniger gut, was könnte man verbessern und vor allen Dingen auch, was könnte man gegebenenfalls weiterverwenden. Also wir sind am Anfang an die Aufgabe drangegangen, um uns das Haus erstmal genau zu analysieren, anzuschauen und zu schauen, dass wir auch Bühnentechnikteile, die wiederverwendbar sind, wiederverwenden können. Eine deutliche technische und logistische Verbesserung wird das vorgesehene versenkbare Podium bringen. Es kann wahlweise die Bühnen oder den Zuschauerraum erweitern und dient gleichzeitig als Lastenaufzug. Hier kann man das, was ich eben erläutert habe, sehr schön in einer Schnittzeichnung sehen. Das ist unser Bühnenpodium im Schnitt. Das jetzt hier in diesem Falle auf dem Niveau der Bühne steht. Es kann aber auch auf diese hellen grünen Positionen fahren, also die Position des Saales, dann der sogenannten Ladeschubladen in den Untergeschossen, die direkt angefahren werden und dann wie in einem Hochregallager die Materialien eingefahren werden können und eben auch bis ganz nach unten auf die Höhe der Tiefgarage und der Laderampe, wo dann über LKWs das Material angeliefert wird, auf das Podium geladen wird und dann auf Bühnenniveau transportiert wird. Und das sieht man auch ganz schön. Wir hätten normalerweise für diesen Bereich einen Lastenaufzug gebraucht und da wir das Podium jetzt multifunktional nutzen, haben wir uns diesen großen Lastenaufzug sparen können. Auch für Theateraufführungen wird das Montforthaus neu technisch auf Vordermann gebracht. Hier sieht man auf der Bühne weiter im Schnitt die Montagestege, die quasi wie ein Schnürboden, aber nur in Teilsegmenten eingebaut werden, in Bereichen, in denen wir die komplette Höhe nicht brauchen, weil hier spezielle Züge für Beleuchtung und für Schallsegel angebracht sind, die in der Regel nur in diesem Bereich in der Höhe genutzt werden. Für die Verwandlung von Dekorationen gibt es dann die Dekorationszüge, die hängen hier dazwischen, zwischen den Stegen. Und in diesen Bereichen können Dekorationen auch über die volle Portalhöhe nach oben gezogen werden. Also das heißt, wenn ich eine Dekoration in diesem unteren Bereich habe, kann die komplett weggezogen werden. Und dadurch kann ich auch, sage ich mal, die üblichen Verwandlungen, die ein Theater braucht, bewerkstelligen. Ein wesentliches Gestaltungsmittel auf heutigen Bühnen ist die gesamte Lichttechnik, mit der man spektakuläre Veränderungen in kürzester Zeit herbeirufen kann. Auch hier haben wir uns die vorhandene Technik genau angeschaut.
Aber man kann sich denken, dass nach 30 Jahren gerade in diesem Bereich doch einige technische Bausteine wesentlich veraltet sind und ausgetauscht werden müssen. In der Planung des neuen Montforthauses wird die Lichttechnik eine wesentliche Rolle spielen. Sie wird ergänzt, sie wird auf modernsten Stand gebracht, sie wird den vor allen Dingen von der Steuerungstechnik her auf zukünftige Nutzungen ausgelegt, sodass man hier in den nächsten Jahren auch peu à peu die Technik je nach dem entsprechenden technischen Fortschritt nachrüsten, ergänzen und entwickeln kann. Eine wichtige Frage, die uns während der Planungsphase immer wieder gestellt wird, heißt: Wie sieht es in Zukunft mit dem Energieverbrauch aus? Nun gibt es in der Lichttechnologie eine Entwicklung bei den Leuchtmitteln. Jeder hat das Stichwort LED zumindest schon einmal gehört. Auch im Bereich der Bühne nimmt die LED-Technik mehr und mehr Raum, wenn auch noch nicht alle Scheinwerfer in dieser Technologie ausgerüstet werden können. So ist man doch schon einen wesentlichen Schritt in der Entwicklung nach vorne gekommen. Wir wollen dieser Entwicklung Rechnung tragen und einen Großteil der neuen Beleuchtung in LED-Technologie ausführen, was im Vergleich zu der herkömmlichen Technik zu einer Energieeinsparung im Verhältnis von ca. 1:4 führen wird.